Ach, so ein Mist. Dieser Computer geht nicht mehr. Ich rufe jetzt mal die Support-Hotline an. Willkommen bei Klöten Föhn AG. Im Moment sind alle unsere Leitungen belegt. 3 Tage später. Thorsten Riemer, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, Gliskert mein Name. Ich habe ein Problem mit meinem Computer. Falsche Abteilung. Hallo? Hallo? Na, wer kennt das? Support-Hotlines. Die machen Spaß, die entspannen und sie helfen einem bei der Lösung seines Problems. Es ist ja irgendwie ein allgemeines Phänomen, dass man, wenn man eine Support-Hotline angerufen hat, danach irgendwie genauso schlau ist, wenn nicht noch blöder als vorher. Zum einen wird man schon mal durch die Warteschleifen auf die ankommende Verdummung vorbereitet. Der nächste freie Arschkriecher ist in wenigen Tagen verfügbar. Verdammt! Aber macht ja nichts. Wir als Konsumenten haben ja die Zeit, uns stundenlang das Gequatsche oder das Gedudel der Warteschleife anzuhören. Wobei ja nach neuesten Regelungen kein Geld mehr für die Warteschleifen verlangt werden darf. Was einem aber auch nicht viel bringt, wenn die Warteschleife überraschend nach 2 Sekunden beendet wird und dann ein kostenpflichtiges Gespräch startet. Wer das 50 Minuten am Stück aushält, der hat wirklich ein Problem. Und damit kämen wir schon zum zweiten großen Faktor. Der Hilfe selbst. Oder sollte man es lieber Selbsthilfe nennen? Denn wem nicht schon die abwechslungsreiche und vielfältig gestaltete Warteschleifenmusik den Alltag versüßt hat, der stößt dann auf ein neues Problem. Den Kundenberater. Man könnte ja vielleicht von den Callcenter-Betreibern erwarten, dass sie ihren Mitarbeitern ein klein wenig mehr Motivation in den Alltag legen. Denn in 4 von 6 Fällen habe ich eine Person aller Hallo? Am Apparat. Und das ist dann immer so ein freudiges Ereignis, sich mit diesen Personen zu unterhalten. Ja, haben Sie denn schon mal versucht, den Computer neu zu starten? Nee, Quatsch. Ich hab mich nicht getraut. Da könnte ja was kaputt gehen. Ganz ehrlich, für so einen Tipp rufe ich den nicht an. Ich sitz da und bete 5 Wochen und hoffe, dass er wieder geht. Und wenn ich dann sage, ja, habe ich, dann kommt meistens eine Antwort wie, ja, dann können wir jetzt von hier auch nichts machen. Ja, toll. Dann gib doch die Nummer erst gar nicht an. Gut, ich meine, ich habe selten wegen Rechnerproblemen bei einer Hotline angerufen. Aber es reicht ja schon, wenn du Probleme mit PayPal oder irgendeinem Dienst hast. Rufst du da an? Das Erste, was sie erstmal wollen, ist deine Kundennummer. Wenn du keine hast, na, dann können wir ihnen nicht helfen, sorry. Prima. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, wenn sie dein Problem lösen, probieren sie eher rum, als wirklich das Problem zu lösen. Ja, ganz ehrlich, mich an den Rechner setzen und rumtippen, bis irgendwas geht, kann ich auch. Dann werde ich irgendwann auf PayPal gesperrt und dann heißt es, ja, hättest man Berater gefragt. Wollte ich ja auch. Aber es ging ja nicht. Wobei, eine Spezies von Callcenter-Mitarbeitern mag ich ja. Wunderschön. Guten Morgen, Stasi Immobilien. Gerhard Möppel, mein Name. Was kann ich für Sie tun? Hallo? Was für Erfahrungen hattet ihr schon mit Support-Hotlines und was für Typen Support-Hotline-Menschen kennt ihr eigentlich? Schreibt's mir doch mal in die Kommentare. Ich hoffe, diese Art von Video gefällt euch überhaupt. Ansonsten mache ich wieder mehr Musik. Nächste Woche kommt wahrscheinlich ein Lied, kein so ein Ding hier, weil ich nächste Woche komplett nicht da bin und jetzt im Voraus was machen muss. Und ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Ich werde mir aber irgendwas ausdenken. Danach die Woche dürfte wieder sowas hier kommen. Ich habe doch schon ein Thema. Allerdings könnt ihr mir gerne auch mal, wenn ihr möchtet, für so ein Video hier Themenvorschläge in die Kommentare schreiben. Und ansonsten sieht man sich demnächst. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.